Wunderbar. Das ist so toll. Da ist die Kämpfergilde. Ihr seht wie ein gerissener Geschäftsmann. Reden. War mir ein Vergnügen, mit euch zu sprechen. Gerüchte. Ich habe vor, die Kaiserstadt zu besuchen und im Tempel des Einen beten zu gehen. Die Drachenstatue soll über 30 Meter hoch sein. Naja, sie ist schon sehr hoch. Fortschritt. Ihr habt euch eine Beförderung verdient. Aufgrund hervorragender Leistungen ernenne ich euch hiermit zum Gesellen der Kämpfergilde. Ja, wir sind ein Geselle der Kämpfergilde, Leute. Auftrag. Ihr werdet in Korol gebraucht. Meldet euch bei Vilena Danton. Sie hat mehrere Aufgaben für euch. Wir müssen also jetzt nach unvollendete Angelegenheiten. Nach Korol. Man beschied mir, mich bei Vilena Danton in Korol für weitere Aufgaben zu melden. Hallo. Bevor wir das jetzt machen, Leute, gehen wir kurz zu unserem Lieblingssailor. Hallo. 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 Ihr riecht nach Tod. Aber die Kämpfergilden-Queste gehen jetzt wirklich sehr viel schneller, finde ich, Leute. Er backt ja jetzt hier rechts rum, glaube ich, oder? Ja, genau. Wie ich sehe, arbeitet ihr für den Graufuchs. Das siehst du richtig. Sicherlich. Ihr bringt uns immer gute Geschäfte. Möchte ich stark hoffen. Wir waren ja auch schon länger nicht mehr. Er war Stein, nicht das mehr ist hier. Ein gutes Angebot. Nein, den heben wir uns auf. Und das möchte ich auch aufheben. Ja. Denkt daran, verhaltet euch normal. So als hätten wir nichts Unerlaubtes getan. Wir haben was Unerlaubtes getan? Davon habe ich nie gehört. Sieht aus, als hättet ihr euch einige Male eine blutige Nase geholt. Was zum... Oh Mann. Okay. Wir reisen jetzt zum Eiszackturm, Leute. Denn wenn wir sowieso nach Korol müssen, dann können wir auch gleich über den Eiszackturm hin. Und dann können wir auch zu Hause gleich wieder speichern. Ist das so angenehm, Leute? Wenn man endlich mal alle Zutaten ablegen kann. Hm, 5.35 Uhr morgens. Ja, speichern wir. Speichern hier. Nein. Super.
So, dann. Kämpfergilde. Da. Verkaufen werden wir dann, wenn es Tag geworden ist. Ah. Siehst wohl im Turm. Nein. Die Freude ist ganz auf meiner Seite. Okay, sie ist... Okay. Sie lebt nicht dort. Sie hat ein eigenes Haus. Na gut. Dritter Stock. Und da darf ich nicht rein. Schade. Ich darf sie zwar besuchen kommen, aber ich darf da nicht rein. Das ist ein riesiges Haus. Und das hier soll wohl mal ein Fenster gewesen sein. Das ist von dieser Seite her komplett zugemauert. War also wohl nie ein Fenster. Lol. Seid gegrüßt. Ich sehe schon, ihr kümmert euch um Arbeit. Das ist ja ganz toll. Ich denke, es ist an der Zeit, dass ihr einige Verpflichtungen für eure Gilde übernehmt. Wie du meinst. Bitte. Los schon. Gerüchte. Der Ältestenrat wird sicher einen Weg finden, das Kaiserreich zusammenzuhalten. Zumindest ist die Oblivion-Invasion vorüber. Pflichten. Wir sind eine Bruderschaft, eine Familie. Was einen von uns betrifft, betrifft uns alle. Kämpfen, Trunkenheit, Vernachlässigung von Verpflichtungen werden nicht toleriert. Ich will, dass ihr mit Mordrin Oren sprecht. Er wird euch Aufgaben zuteilen, die gerade anhängig sind. Viel Glück. Pflichten. Für den Moment wird sich Mordrin Oren um eure Aufgabenzuteilung kümmern. Bitte sprecht mit ihm. Wie du möchtest. Schönen Tag. Er ist zufälligerweise auch gerade hier draußen. Was wünscht ihr? Ich schätze, ihr sucht eine Aufgabe, hm? Ja. Sicherlich. Gerüchte. Es ist großartig, ein Mitglied der Kämpfergilde zu sein, findet ihr nicht auch? Ja, Pflichten. Es gibt Arbeit. Schön, ich werde langsam sprechen, damit ihr mitkommt. Also, ich möchte, dass ihr mit Maglier Kontakt aufnehmt. Maglier. Er ist ein Bruder der Kämpfergilde, aber er hat einen Auftrag nicht ausgeführt. Das können wir nicht zulassen. Da sehen wir alle schlecht aus. Notleidend. Er hat einen Auftrag in Skingrad nicht zu Ende gebracht. Das sollte mich eigentlich nicht überraschen. Er ist unerfahren, so wie ihr. Geht und findet heraus, was mit ihm los ist. Maglier. Ja, Maglier. Findet ihn. Findet heraus, weshalb er nichts getan hat. Ich schwöre, dass ich schon Dinge unter meinen Stiefeln gefunden habe, die schlauer waren als ihr. Diesen Schwur kannst du nicht halten. Behaupte ich. So. Velena Danton sagte mir, dass man von mir als Mitglied der Kämpfergilde die Ausübung einer Reihe von Pflichten erwartet. Sie möchte, dass ich mit Mordrin Oren darüber spreche. Mordrin Oren sagte mir, dass es meine erste Pflicht sei, herauszufinden, warum Maglier einen Auftrag nicht ausführte, den er als Skingrad erhielt. Gehen wir mal hin. Ich grüße euch. Was? Was gibt es, Bruder? Sie haben dich geschickt, mich zu finden? Bitte los schon. Maglier. Ich bin Maglier. Was wünscht ihr? Notleidend. Nicht erfüllt? Ich schätze schon. Für diese Aufgabe werde ich nicht gut genug bezahlt. Ich sollte das Tagebuch von Brennus Astis suchen. Brennus Astis Tagebuch. Das war meine Aufgabe. Sie sagen, das war in der Fallfelshöhle. Seid ihr jemals dort drin gewesen? Das ist mehr, als ich erwartet hatte. Ich gehe nicht zurück. Nicht für so wenig Geld.
Wenn es euch so viel bedeutet, geht los und sucht selbst. Das ist euer Auftrag. Das ist das Geld nicht wert, was die Kämpfergilde euch zahlt. Ich muss an meine Familie denken. Ja, kann ich nachvollziehen, aber dann hättest du das auch kommunizieren sollen und nicht einfach dein Geld hier in einer Herberge verschwenden sollen und nichts tun. Magier sagt mir, sein Auftrag war, das Tagebuch des Gelehrten Brennus Astis in der Fallfelshöhle zu finden. Er fand, er würde für die gefährliche Aufgabe nicht ausreichend entlohnt und beschloss daher, ihn nicht zu Ende zu führen. Er sagte mir, ich sollte an seiner Stadt den Auftrag zu Ende führen. Da waren wir schon mal. So, es gibt hier sonst auch nichts, wo wir noch nicht waren. Dann gehen wir da mal rein. Wenn wir die tatsächlich schon erkundet haben, dann gehen wir nur kurz durch und fertig. Wir gehen nur kurz durch, Leute. Oh, vielleicht habe ich sogar mittlerweile... Ach nein. Habe ich hier weggemacht. Untote. Was bist du denn für... Ach so, ein Skelett. Sah so komisch aus gerade. Brennus Astis Tagebuch. Da wir das abgeben müssen, lesen wir es mal, Leute. Verschiedene Studien zur Faunacht Syrodils. Brennus Astis, Gelehrter. Ein Großteil dieses Tagebuchs ist unleserlich geworden. Die syrodilischen Ratten scheinen weniger aggressiv zu sein als ihre Verwandten in verschiedenen anderen Provinzen. Sie sind weit verbreitet in ganz Syrodil und fühlen sich zu Hause in Kellerwohnungen, Höhlen, Ruinen sowie Steppen. Sie sind nicht als Krankheitsträger bekannt, doch ihre Bisse können schmerzhaft sein. Dann ist es unleserlich. Obwohl man sie einst für intelligent hielt, es sind gesellige Lebewesen und sie treffen häufig in Gruppen von 20 oder mehr auf. Das größte Männchen dominiert diese Clanstruktur und scheint das Recht auf Paarung mit allen Weibchen im Fortpflanzungsalter zu haben. Jüngere Männchen fordern die älteren Dominanten häufig heraus zum Kampf auf Leben und Tod. Mit ineinander verkanteten Hörner ringen die beiden Minotauren, bis einer von ihnen nicht mehr kämpfen kann. Häufig, also hier Ratten, hier Minotauren. Dann fehlt etwas. Wahrscheinlich Seiten rausgerissen. Oft von einheimischen Bauern Ziegenböcke genannt, aber ist dieser sogenannte Landdolch tatsächlich mit dem Meereszeug verwandt? Es scheint in der Tat Ähnlichkeiten in der Morphologie zu geben, besonders im Kopf- und Brustbereich. Und sie produzieren dasselbe Dräuchwachs wie die aquatische Spezies. Während jedoch echte Dräuchs als schlau, ja sogar als intelligent bekannt sind, zeigen diese Landdräuchs nichts von dieser Intelligenz. Sie sind wild und aggressiv und töten willkürlich. Ratten und Tauren Landdräuchs, was kommt als nächstes? Manche glauben, dass sie von den Daedra abstammen und vielleicht mit den Spinnen-Daedra verwandt sind. Das ist jedoch nicht die Meinung dieses Forschers. Es scheint wahrscheinlicher, dass die Landdreus, also es geht immer noch um die Landdreus, entfernte Verwandte der wahren Dreus sind. Vielleicht Vorfahren aus den Anfängen der Evolution. Dann fehlt wieder was. Es ist viel Wesens darum gemacht worden, dass Trolle nur durch den Einsatz von Feuer getötet werden können, sei es mit Hilfe einer Beschwörung oder einer Fackel. Dies ist in Wirklichkeit ein Mythos. Trolle scheinen anfällig für Feuer und Feuerbeschwörungen zu sein, sowie eine fantastische Fähigkeit zu besitzen, Gewebe zu regenerieren. Doch sie können durchaus auf konventionelle Weise getötet werden.
Man sollte allerdings beachten, dass man Trolle auf keinen Fall... Der Rest dieses Tagebuchs ist unleserlich. Ich habe Brennus Astes Tagebuch gefunden. Ich sollte entweder mit Maglie sprechen oder Motorin Oren sagen, dass der Auftrag jetzt ausgeführt ist. Gehen wir raus. Wir sind echt schon richtig heftig stark geworden, Leute. Sie sehen uns nicht mal mehr. Geschafft. Zurück, das ging gerade. Wir reiben es ihm unter die Nase. Ich bin gemein, Leute, ich weiß. Hallo. Hallo. Und was? Ihr seid immer noch hier? Ich habe euch doch erzählt, warum ich den Auftrag nicht erfüllt habe. Es gibt nicht viel mehr dazu zu sagen. Tut, was ihr tun müsst. Brennus Astes Tagebuch. Eure Suche war erfolgreich, hm? Gute Arbeit, schätze ich. Gut, dann geht zurück zu Oren. Er kann euch euren Lohn für den Auftrag geben. Erzählt ihm über mich, was ihr wollt. Ich werde ihm sagen, dass ihr die Aufgabe erledigt habt. Habt wahrscheinlich, oder ich werde über euer Versagen berichten abgeben. Nein. Wir sagen, er hat die Aufgabe nicht erledigt und so arrogant wie er ist, hat er, finde ich, hat das nicht wirklich verdient. Wenn er netter gewesen wäre und so, dann hätte ich vielleicht gesagt, okay, komm, ich helfe dir. Wir machen das zu zweit oder so, aber nein, Versagen. Mir ist klar, dass Verpflichtungen wichtig sind. Versteht mich nicht falsch. Für diese Aufgabe sollte mehr als ein Mann vorgesehen sein und ich muss an meine Familie denken. Sie geht vor. Tja, dann werde Händler oder sonst irgendwas, aber dann nicht Mitglied der Kämpfergilde, wenn dir das zu riskant ist, um Geld zu verdienen. So. Maglie sagte mir, dass ihm egal sei, ob Motorin Erin weiß, dass er den Auftrag nicht ausgeführt hat. Bewegung. Warum sprecht ihr mit mir? Solltet ihr nicht Maglie aufspüren? Maglie. Also, ich nehme an, ihr habt schon mit Maglie zu tun gehabt. Erzählt mir, warum er seinen Auftrag nicht erledigt hat. Notleidend. Ihr habt das Tagebuch. Gut. Also, was ist in Skingrad passiert? Er hat keine Not gelitten. Hier ist das Tagebuch. Ich habe die Aufgabe erfüllt. Hier ist das Tagebuch. Ja, wir haben die Aufgabe erfüllt. Ihr habt das getan? Ich werde mir Maglie bald vornehmen. Ich brauche keinen Feigling, der auf einen anderen Feigling aufpasst. Wie dem auch sei. Wenigstens ist die Arbeit erledigt. Hier ist euer Lohn. Pflichten! Ihr seid wieder hier, weil ihr mehr Arbeit braucht, oder? Gut. Einige unserer Jungs machen in Leia Wind Schwierigkeiten. Das wirft kein gutes Licht auf die Gilde. Ärger machen. Einige eurer Brüder sind in der einheimischen Taverne handgreiflich geworden. Ich habe kein Problem damit, wenn es mal kracht. Aber ich mag es nicht, wenn wir alle schlecht dastehen. Sucht Relian, Vantus Prelius und Dubor Kroschak. Ich hatte noch nie Probleme mit ihnen. Also findet heraus, was da los ist. Betrunkene Ruhestörer.